Friede sei mit euch, Malik. Eure Anwesenheit stört meinen Frieden. Was wollt ihr? Al-Mualem bat mich. Bat euch, eine niedere Arbeit auszuführen, um euch reinzuwaschen. Worum geht es also? Nun gut, Folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Barbakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an! Wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein. Aber es muss reichen. Hä? Ich hab doch alle Aussichtstürme gemacht. Wie dumm ist denn das, bitteschön? Ruht, bereitet euch vor, weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer tut, bevor ihr ans Werk geht. Aber tut es leise. Alter, was willst du von mir? Was machst du für einen Stress, ey? Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ich hab doch alle Aussichtstürme gemacht. Oder kann ich hier drüben auch schon rein? Dass ich das hätte auch noch machen müssen. Scheiße. Fuck! Ja? Also ihr könnt mir in die Kommentare... Also wirklich, ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben, weil ich bin ja gerade verwirrt. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Und meine Frage ist halt, kann ich hier auch schon reinreiten? Also hier in das, zum Königreich oder zum Armviertel, ja? Ich bin ja gerade im Nobelviertel. Oder ob ich da später hinkomme. Weil der war jetzt ziemlich aggressiv, Alter. Das hat mir gar nicht gefallen. Ich denke mir gerade eben, ich habe anscheinend Scheiße gebaut und... Alles zum Kacken. Aber das kann auch nicht sein, weil, guck mal, die Armviertel, die sind ja nochmal groß. Und wenn ich mal so denke, ja. Na, egal, vergiss es. Ich scheiß da jetzt drauf. Ich muss jetzt da lang. So. Oh, den hätten wir schon. Alter, jetzt bin ich schon wieder so abgesprungen, Alter. Nein! So ein Narr. Ja, ich bin kein Narr, du bist der Narr. Ja, auf jeden Fall. Quatsch weiter, Digga. Quatsch weiter. Geh du Bauer, bevor ich dich vergesse, Alter. Geh du doch. Und er hüpft. Er trollt mich. Habt ihr das gesehen? Er hat mich getrollt. Kleine miese Ratte. Ich wette 100 Pro, dass es wieder hier in der Kirche ist. Oder auch nicht. Na, ja, mal gucken. Vielleicht finden wir ja noch einen anderen Weg hier rein. Fall mal andersrum. So. Habt ihr etwas zu sagen? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Alles easy. Ich brauche Nahrung. Ich
habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Alter, geh mir nicht auf den Keks mit deinem scheiß Pfeil, ey. Oh, fuuu! Alter, willst du mich verarschen? So, jetzt aber, komm schon hier. Schön das Rückenmark rausschneiden, Alter. Piss dich, ja, wirklich. Das macht mich aggressiv, sowas. Wo muss ich denn jetzt lang, Mann? Schwert 100, Brot, der Typ ist nicht hier, Mann. So, komm schon. Boah, ey, schwitzt wie eine Kuh, Alter. Können Kühe schwitzen? Ich weiß es nicht. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ups. Vorerfahrung einmal gestartet, okay. Sklaven. Noch mehr. Da ist er. Was nun, Sklaventreiber? Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen. So wie mir geholfen wurde. Ihr tut ihnen keinen Gefallen, damit sie so einzupferchen. Einpferchen? Ich biete ihnen Schutz und bereite sie auf die Reise vor, die vor uns liegt. Welche Reise? In ein Leben der Knechtschaft? Ihr wisst gar nichts. Es war dumm, euch hierher zu bringen. Zu denken, dass ihr sehen und verstehen würdet. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch! Oh oh. Ihr wollt den Mann sehen, der euch hergerufen hat. Ihr habt mich nicht gerufen. Ich kam von allein. Ja? Wer hat die Tür geöffnet? Den Weg freigemacht? Musstet ihr nur einmal eure Klinge gegen einen meiner Männer erheben? Nein. All das tat ich für euch. Dann tretet ins Licht und ich werde euch einen letzten Wunsch erfüllen. nö, komm schon. Stehe ich vor euch. Was ist euer Begehr? Kommt herunter. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt enden? Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet wird. Ihr lasst mir keine Wahl. Ihr müsst sterben. Ich glaube mal nicht. Das wird euch eine Lehre sein. Seni yenemeyeceksin. Seni yenemeyeceksin. Seni gözün kapalı bile yenerim. Belki farkında değilsin ama hali hazırda kaybettin. Schön in die Arme. Oh. Willst du mich verarschen? Boah, fick dich. So, rein mit dir. Was ist los mit euch? Zack! Die Mucke fetzt, aber die Glocke, die nervt, Alter. Rennen!
Wie wär's denn mal, die Treppe zu nehmen, ja? So, da haben wir ihn doch. Nicht mehr fliehen. Teilt euer Geheimnis mit mir. Mein Part ist beendet. Die Bruderschaft ist nicht so schwach, als dass mein Tod sie aufhalten würde. Welche Bruderschaft? Al-Mualim ist nicht der Einzige, der Pläne für das Heilige Land hat. Und mehr werdet ihr von mir nicht erfahren. Dann sind wir fertig. Bittet euren Gott um Gnade. Wenn es je einen gab, hat er uns lange verlassen. Uns und die Männer und Frauen, die ich bei mir aufgenommen habe. Wie meint ihr das? Bettler, Huren, Süchtige. Klingt das nach tüchtigen Sklaven für euch? Unfähig selbst für die niedersten Arbeiten? Nein, ich verkaufe sie nicht, ich rette sie. Aber ihr würdet uns alle töten. Und das nur, weil man es euch befahl. Nein, ihr profitiert vom Krieg, von zerstörten und gebrochenen Leben. Ja, so denkt ihr. In eurer Unwissenheit. Euren Geist abhalten. Man sagt, das könnt ihr am besten. Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht. Aber bald. Oh, jetzt müssen wir echt mal abhauen hier. Alter, wie kommen die auf einmal so schnell hier hoch, Alter? Sind das auch Assassinen oder was? Lol. Rein mit dir. Nein, nein! Boah. Jetzt habe ich meine Messer wieder verschwendet. So, ab ins Büro, ja, zum Sekretär. Das tat gerade ein bisschen weh, aber... So. Damals geschafft, ja? Altair, wie wunderbar, dass ihr zurückgekehrt seid. Und wie verlief eure Mission? Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß. Für wahr. Die ganze Stadt weiß es. Habt ihr die Bedeutung von dezent vergessen? Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein, ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik, aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Dann geht. Kehrt zu dem Alten zurück. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik. Boah. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay, ich glaube, der Typ, der Malik, das war der Typ, glaube ich, am Anfang oder so, der ja so verblutet war. Der ist ziemlich sauer auf mich. Richtig sauer.
richtig, richtig sauer. Verdammt, was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Miss Stirner. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Na, ich würde dich lieber in die Kiste bekommen, geiles Girlie. Komm. Leg dich mal da drauf, ich nehme dich schön von hinten. War ein Spaß. Wir können ja mal ein bisschen rumschnüffeln, mal gucken, ob irgendwas anderes jetzt geht. Wir haben noch ein paar Minuten, bis die Stunde wieder rum ist. Da geht nichts. Da kommen wir auch noch nicht rein. Wird alles mit Stickstoff gekühlt. Lol. Ich will da rein. So. Dann gehen wir mal pennen, wa? Was zum... Jemand war hier drin. Ja, ich hab Handtücher. Ich kann duschen gehen. Na, findest du was? Sieht aus wie ein Zugangscode. Gefällt mir. Also hier läuft irgendwas schief, weil ab hier, also ab Jerusalem habe ich ja blind spiele ich ja blind. Und jetzt kommt mir langsam irgendwie ein Sinn, dass das alles stunken und erlogen ist. Also ich glaube, Alter, hier bewegt sich gerade ziemlich auf einen dunklen Pfad zwischen Recht und Unrecht. Und ja, also gucken, nicht? Erstmal pennen gehen. Die geilen Zeichen, ey, voll der Schock immer. Der nächste Mond. Raus aus dem Bett, es wird ein schöner Tag. Sie sind aber heute gut gelaunt. Miss Dillman hat einige Modifikationen am Animus vorgenommen. Sie sollten jetzt noch länger drin bleiben können. Um Ihnen bei der Schatzsuche zu helfen? Das ist eine ernste Angelegenheit, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen die Arbeit, die Abstergo leistet, nicht zu würdigen. Vielleicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihr Leute tut. Wir ändern die Welt. Jeden Tag. Auf 100 verschiedene Arten. Wussten Sie, dass beinahe jeder Durchbruch des letzten Jahrtausends, sei er medizinisch, mechanisch oder philosophisch, von Abstergo oder seinen Vorgängern kam? Das ist eine kühne Behauptung, Doc. Meinen Sie nicht, Sie übertreiben da ein bisschen? Nicht im geringsten. Oh, natürlich ernten wir nicht die Lorbeeren. Das würde viel zu viel Aufsehen erregen. Wir suchen uns unsere Günstlinge sorgfältig aus. Warum? Ist das nicht offensichtlich? Es bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Aber wie? Was macht sie so besonders, so clever, dass sie all diese Dinge erfinden konnten und wir Normalsterblichen wie die Idioten herumstolpern? Um fair zu sein, wir erfinden sie nicht. Wir finden sie. Finden? Es sind Geschenke, Mr. Miles, von denen, die vor uns waren. Wir sprechen später weiter. Die Zeit drängt. Ja, die Zeit drängt, Bimbo. Ich muss mich ja da hinlegen, du nicht, du Drecksack, du kleiner alter Opa. Und ich hoffe, dass ich deine Sekretärin vielleicht noch rumbekomme. Aber jetzt will ich erstmal gucken. Ah, das geht bestimmt erst, wenn... Ja. Kann ich noch mit der reden? Schade. Kann ich nicht. Hinlegen, verdammt! Fick dich. So, da legen wir uns mal hin, ja. Zeit, das Programm zu starten. Wir haben doch eigentlich alles, siehst du? Wir haben alles. Boah, willst du mich verarschen? So, keine Daten verfügbar. Haben Sie vergessen, wie es geht? Wählen Sie eine Erinnerung im Menü vor Ihnen und fangen Sie an. Der stresst einen, oder? So. Wenn der Animus anzeigt, dass Sie von einer informierten Wache beobachtet werden, sollten Sie untertauchen.
Wie der immer rumrennt. Tretet ein, Alter, ihr. Ihr schlagt euch gut. 3 von 9 sind tot. Und dafür gebührt euch mein Dank. Aber ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Es hat gerade erst begonnen. Ich stehe zu euren Diensten, Meister. König Richard ermutigt durch seinen Sieg bei Akkon, bereitet einen Zug gen Süden auf Jerusalem vor. Salah al-Din ist sich dessen bewusst und sammelt die Seinen vor der zerstörten Zitadelle von Arsur. Wollt ihr denn, dass ich beide töte? Ihren Krieg beende, bevor er richtig beginnt? Nein. Das würde ihre Armeen zerstreuen und das Land dem Blutdurst tausender zielloser Recken preisgeben. Sie werden erst in vielen Tagen aufeinandertreffen. Und derweil sie marschieren, kämpfen sie nicht. Ihr müsst euch um eine dringlichere Bedrohung kümmern. Die Männer, die so tun, als würden sie in ihrer Abwesenheit herrschen. Liefert mir Namen und ich liefere euch Blut. Das werde ich. Abul Nukut, der reichste Mann in Damaskus. Majid ad-Din, Regent von Jerusalem. Wilhelm von Montferrat, Lehnsherr von Akkon. Was sind ihre Vergehen? Gier, Arroganz, das Abschlachten Unschuldiger. Mischt euch unter das Volk dieser Städte. Dann erfahrt ihr von ihren Sünden. Habt keinen Zweifel, dass diese Männer dem Frieden, den wir suchen, im Wege stehen. Dann sollen sie sterben. Ihr habt euch ein weiteres Ausrüstungsstück verdient. Nehmt es. Macht es euch zunutze. Was ist es? Was ist es? Geht nach jedem Anschlag zu mir zurück. Auf dass wir ihre Absichten erkennen mögen. Los. Und, Alter, ihr. Seid wachsam. Eure Taten haben wohl die Aufmerksamkeit der Stadtwachen erhöht. Sie werden jetzt misstrauischer sein als zuvor. Boah, toll. Also nur noch auf Dächern rumkrabbeln, ja. Hinzugewonnen, okay. Was haben wir denn jetzt dazu bekommen? Rang 4 Erinnerung, neue Fähigkeiten erlernen, Kante greifen, B drücken, neue Fähigkeiten erlernen, losweisen, sie können Move turnieren. Okay, aber das machen wir das nächste Mal. Und ich würde dir sagen mal, wir machen hier einen kleinen Cut. Und ich sag dann mal, haut rein, aber nicht zu feste. Bis zum nächsten Mal. Baby.